Ja, hallo und willkommen zurück zu Resident Evil, dem Director's Cut, nicht zu Silent Hill, dem Director's Cut, den gibt's glaube ich nicht, weil ja, das ist das letzte Mal, im letzten Part habe ich das ja gesagt, dann mich so verabschiedet, ja. Ja, weiter geht's, kurz zur Erklärung, ich bin ein bisschen rumgerannt, ich habe das letzte Mal auch den Überblick verloren, was ich nun tun soll. Das Problem war, der Herrenhausschlüssel war aus unerfindlichen Gründen weg. Den hatte ich zu früh weggeschmissen, deswegen musste ich wieder bis hierher. Ja, lange Geschichte. Weil man kann diesen Schlüssel, wenn das wirklich stimmt, auch früher wegschmeißen. Seltsam, aber... Ja, und jetzt habe ich hier den Herrenhausschlüssel benutzt und jetzt nur noch zur Erklärung, bevor ich reingehe, der Kollege, der da hinten liegt, der wurde von einem durch einen Schlangenbiss getötet und den konnte ich ja nicht mehr retten und das ist eigentlich egal, habe ich nur nachgeschaut jetzt, ob man ihn jetzt, ich glaube, man kann ihn sowieso nicht retten. Er stirbt so oder so. Oh, die konnte ich doch auch umgehen. Autsch. Nimm das Wappen. Deswegen bin ich hier, nur deswegen. Da komme ich doch nie wieder raus. Ich komme nie wieder raus hier. Nie wieder im Leben mit der Steuerung. Boah, echt. Ja, man konnte die noch besser umgehen. Manche bringen das wirklich. Die Schlange ringsrum und alles. Und ohne, dass sie überhaupt verletzt werden. Uiuiui. Ja, das Mondwappen. Das ist das letzte Wappen. Oh. Give me the serum. Oh, oh, wir sind tot. Ich hoffe nicht. Ah, da kommt Hilfe. Wer auch immer das jetzt ist. Ja, wir haben uns trotzdem vergiftet. Was ist eigentlich, wenn ich nicht getroffen werde? Bin ich dann nicht vergiftet? Okay, wir nehmen mal wieder die Pistole. Den Schlüssel tue ich mal zurück. Denn jetzt muss ich erstmal nichts speichern. Jetzt muss ich erstmal sehen. Dieses Mondwappen einsetzen, das war das letzte Wappen, was ich da an der Tür, wo auch immer die jetzt ist. Das ist wieder mal die Frage, ja. Auf jeden Fall irgendwo draußen. Nun ist jetzt die Frage, ob das oben oder unten war, wo ich das Wappen einsetzen muss. Oben oder unten? Nein, hier war nur die Pflanze drin, die wir getötet hatten mit dem Mittelchen hier. Ja, wo muss ich hin? Wo ist draußen?
Wo ist das mit dem Wappen? Ich. Ah. Der Edelstein oder Diamant oder was das ist, das fehlt uns auch noch. Ich habe ja nur den blauen eingesetzt. Und fehlt uns noch der. Ein roter, mit Sicherheit ein roter Diamant. Nein, das ist der Raum, wo aus dem Schrank der Zombie gesprungen kam. Ich nenne die alle Zombies, ja. Sind ja auch leblos. Zombie steht ja auch immer irgendwie da für, naja, nur noch eine Funktion im Kopf. Also. Ah nein, die erste Begegnung. Ja, wenn man das so wüsste, das ist so mit den Gängen so verzwickt. Ich frage mich, wer sowas baut. Ja, hier war der Herrenhausschlüssel eigentlich drin. Ne? Den hat sie vorzeitig weggeschmissen. Ich kam gar nicht zu der Schlange rein. Könnt ihr euch das vorstellen? Naja, wir suchen mal das mit dem Wappen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal durch das ganze Haus. Interessiert jetzt echt, was hinter dieser Tür ist. Boah, echt jetzt. Das sind Rundgänge, ey. Ich könnte mir vorstellen, dass viele da hier schon weiter sind als ich. Aber wir haben die Schlange gesehen, ja. Ja, die muss man wirklich nicht töten. Ah, hier ist. Ach nein. Doch nicht da. Da ist bloß der Kessel hinten raus. Hier geht's bestimmt nicht nochmal raus. Ja, wie oft bin ich diese Gänge schon lang? Ich weiß es nicht mehr. Das Bilderrätsel, das haben wir durch. Hier müsste es auch nach draußen gehen. Ich glaube, hier bin ich genau richtig. Oh. Klick. Und nichts wie rein. Da bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt wie verrückt. Oh, hier ist wieder eine Treppchen. Ein Treppchen zum Schieben. Okay, da komme ich gleich nochmal hin. Ah, bestimmt für da oben. Ich schieb die erstmal ein bisschen vor. Vor, Mädel, mach doch mal nicht immer das, was du willst. So hab ich das. Schwierig, schwierig. So, was gibt's hier? Eine Kurbel.
kann man immer gebrauchen. Warum, weiß ich nicht. War hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Oh, eine Doppelstahltür. Ich höre ja schon was trapsen. Du bist der eine Hund, der nochmal aufstehen muss, ja? Oh, halt, bevor ich mich hier irgendwo hinbegebe. Ich muss ja überall schauen, ja? Ein riesen Kräutergarten. Eieiei. Halt, nein, da gehe ich nochmal zurück, weil hinten war ja nochmal. Oder ich komme ja sowieso nochmal hin, oder? Nicht, oder wie? Ein Wasserlauf. Da ist eine Leiter, aber da komme ich noch nicht hin, ja. Oh, was wird uns denn wohl hier fehlen? Na, erzählst du überhaupt nichts? Da ist ein quadratisches Loch. Wer hätte es gedacht? Okay, dann nützt uns das noch nicht. Das ist nichts. Das sollten wir uns merken. Das ist eine Karte. Der Gartenanlage, möchtest du sie mitnehmen? Natürlich. Sie besitzen jetzt die Karte der Gartenanlage. Wunderbar. Eine Winde für den Aufzug. Der Aufzug ist unten. Schön für den Aufzug, dass der unten ist. Ja, wir sind wieder ein Stück weiter, aber auch ein Stück zurück. Toll. Wir haben hier etwas mit Loch. Ach, ich habe ja eine Kurbel. Ich habe doch was zum Kurbeln. Ich blöd, man rennt hier gleich wieder zurück. Ob die hier funktioniert? Ich glaube, die funktioniert eher von bei dem anderen, ne? Ja, sie können das hier nicht benutzen, ist mir klar. Okay, der Aufzug ist unten. Vielleicht komme ich ja. Vielleicht muss ich ja über die. Also hier über. Dadurch, dass ich das Wasser ablasse, vielleicht komme ich dann durch die Leiter nach unten, dann zu dem Aufzug, später wieder nach oben. Habe eine Kurbel genommen, mein Gott. Da müsste ich ja jetzt wieder Kilometer rennen und würde nichts finden. Na also. Ja, das Wasser läuft auf der gegenüberliegenden Seite herunter. Und zeigt sie mir das jetzt? Vielleicht kann ich die Kurbel nochmal verwenden später. Ich weiß jetzt nicht warum.
Ja, was anderes geht nicht. Ja. Hier was? Ach nein, komm. Das ist ich. Boah. Boah, mich friert's gleich. Ja, es geht nach oben. Nein, das war jetzt was wie von meinem Haus. Nein. Nein. Mein Gott, ey, so eine Verschwendung. Schieße, triff doch mal richtig. Alter! Mensch, das gibt's doch nicht. Was ist mit den Tönen? Alter, wie schnell springen denn die jetzt rum? Was haben wir die genommen? Was war am Futter drin? Die Batterie wurde herausgeholt. Das ist wohl der Aufzug, der dann da unten ist. Okay. Mein Güte. Müssen das immer zwei sein? Mistviecher. Wir sind keine Hunde mehr, ja. Nehmen wir das jetzt nicht übel, ja. Ich würde nie einen Hund erschießen. Na, für mich ist das kein Hund. Das sind mutierte Dinge etwas. Oh, was ist denn hier? Hier los? Mal schauen, wo die überhaupt hin muss. Ah, okay. Was haben wir denn hier? Außer den Kräutern. Oh, hoffentlich kommen jetzt keine. Nicht irgendwelche Vogelspinnen. Durch die Tür kann ich so kaum schieben. Ja, erstmal links, dann rechts. Ich höre Geräusche, das ist wieder mal. Oh, eine Badewanne. Die Badewanne ist voll mit dreckigem Wasser. Möchten Sie den Stöpsel ziehen? Sehr witzig. Badewanne. Reingreifen noch. Ist doch gleich frei. Na? Oh. Kontrollschlüssel. Nichts von Bedeutung. Außer das Klopapier. Gibt's auch einen Raum, wo ich speichern kann? Oh.
Ach, der ist schon tot. Ach Mann. Nee, der ist auch so schon tot. Ich nehme das Messer. Viel zu viel Munitionsverschwendung hier. Wird zwar wieder ewig dauern. Es dauert lang. Och Mensch, warum triffst denn du nicht? Jetzt ist er weg. Ah, was ist denn hier? Wieder was zum Lesen? Ach nein. Ein rotes Buch. Oh, jetzt muss ich aber mal was ablegen. Wenn es hier wieder was zum Einsammeln gibt. Nichts von Interesse. Kann ich den verschieben? Nein. Auch nicht von der anderen Seite. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass hier unten ein Raum ist, wo ich speichern kann. So viel Aufregung. So, bin gespannt. Ah. Oh. Ich glaube, ich lege erstmal was ab. Ob ich die Kurbel noch mal brauche, Feuerzeug, ob ich das brauche, das rote Buch. Nichts Besonderes. Sprengmunition. Sprengmunition. Ist ja fast nichts mehr leer. Ich habe Angst, dass die Vogelspinnen kommen. Im zweiten Teil weiß ich, dass irgendwo unten die sich aufhalten. Ja, ich gehe mal nochmal in den nächsten Raum, damit ich weiß, ob ich vielleicht dieses rote Buch schon brauche oder auch nicht. Was war denn jetzt wieder? Mein Gott. Es ist mir zu ruhig. Es ist alles offen. Ich habe keinen Schlüssel, den ich brauche. Nein, ist verschlossen. Okay. Oh, was denn hier los? Auf dem Schild steht 003. Thank you.
Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, Hilfe! Die bewegt sich kein Stück, scheinbar wird sie von der anderen Seite her blockiert. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Aber sowas von. So, was sagt der Schlüssel? Den prüfen wir gleich mal. 002. Oh, bin ich. Ich komme doch von hier. Bin hier rein. So, dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Wunderschön. So muss das sein, ja? Da wird das Inventar wieder ein bisschen leer. Sehr verzwickt alles, verzwickte Sache hier. Los, hier ist nur eine Toilette. Na, erwischt mich doch trotzdem. Mann, so ein enger Raum, Mensch. Geh doch endlich mal tot. Jetzt ist er tot. So, mehr gibt's ja nicht, ja. Es ist kein Wasser mehr da. Okay. Halt so rum. Ah, eine Karte. Sehr gut. Das ist eine Karte der Schlafräume. Ja, ich besitze die jetzt. Ah, hier liegt doch auch was drauf. Bericht Pflanze 42. Seit dem Zwischenfall sind 4 Tage vergangen und die Pflanze an Position 42 wächst außerordentlich schnell. Sie wurde durch den T-Virus auf andere Art beeinflusst als die restlichen Pflanzen und bringt neben ihrer Größe einzigartige Formen hervor. Anhand der Art und Weise, wie sie sich verhält, ist es jetzt schwierig festzustellen, welche Art von Pflanze es ursprünglich gewesen ist. Die Pflanze 42 versorgt sich auf 2 Arten mit Nahrung. Einerseits passiert das über ihre Wurzeln, die bis in den Keller hinunterreichen. Direkt nach dem Zwischenfall drehte einer der Forscher durch und zerstörte den Wassertank unten im Keller. Das Untergeschoss steht jetzt ganz unter Wasser. Man kann sich leicht vorstellen, dass sich einige chemische Substanzen mit dem Wasser vermischt haben und das unglaublich schnelle Wachstum der Pflanze 42 noch fördern. Ein anderer Teil der Pflanze 42 unten im Keller wächst durch die Rohrleitung und hängt so ähnlich wie Glühbirnen von der Decke der ersten Etage herunter. Aus diesen Knollen kommen Ranken heraus und die sind die zweite Quelle für ihre Nahrung. Sobald sie eine Bewegung spürt, lässt die Pflanze 42 ihre Fangarme vor, schnellen die sich dann nur um Beute schlingen und sie festhalten. Ja, das war die Pflanze, die mich angegriffen hat. Darum geht's hier. Das ist Pflanze 42. Ja.
Dann fängt sie an, das Blut auszusaugen mit Hilfe der Saugschnüpfen, die sich auf der Rückseite der Ranke befinden. Sie verfügt sogar über ein wenig Intelligenz. Sie blockiert die Tür, indem sie ihre Ranken drumherum legt, besonders wenn sie ihre Beute fängt oder wenn sie schläft. Eine ganze Reihe Leute der Abteilung sind ihr schon zum Opfer gefallen. 21. Mai 1998, Henry Sarton. Ja, die macht einiges. Die wird auch so einige Türen zuhalten. Das kann ich mir vorstellen. Oh. Ah, nein. Aber kann ich schieben? Wieso sollte ich das tun? So, um den hier rüber zu schieben. Oha. Da ist eine Leiter. Möchten Sie hinuntersteigen? Eigentlich nicht. Nach dem, was ich jetzt gelesen habe über die Pflanzen, möchte ich nicht. Ich möchte nicht darunter steigen. Ah, den muss ich wieder irgendwo hinschieben. Ne? Und den auch. Oder nicht? Okay, jetzt kann ich mir das vorstellen. Ja. Und natürlich, ja. Wer hätte es gedacht? Den auch noch dazu. Naja, was soll's. Ich krieg den doch nicht. Den muss ich noch ein Stück rüber schieben. Sonst komme ich da hinten nicht ran. Hör auf, das zu machen, was du willst. Mach jetzt gefälligst mal, was ich will. Ja, das habt ihr wieder ausgeklügelt, da. Dass ich den noch rüber schieben muss. Wenn ich den jetzt bis ganz vorhin geschoben hätte. Reichen. Ne? So, jetzt mach mal. Ja, die Sicht. Auch reichen. Das dürfte reichen, habe ich gesagt. Oh, das macht mich fertig, die Steuerung. Die Sicht. Auf den Pixel genau, ja. Jetzt geht sie noch dort durch. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mir erzählt. Nein, da gehe ich nicht durch. Das ist... Oh Gott. Ein kaputter Tank. Wer bist denn du? Oh nein. Zwei.
Hilfe! Ey, was macht denn der mit mir? Geh doch mal durch die Tür. Ah, das ist ja nicht normal. Ja, ich muss ja trotzdem wieder raus. Ach, schön. Nächstes Problem. Eine Ranke. Das sieht aus wie die Wurzeln einer Pflanze. Nein, das dachte ich mir. Da habe ich die falsche Waffe mit. Nein. Dann habe ich jetzt noch keinen Sinn. Ich habe die falsche Waffe. Ich brauche eine andere Waffe, die ich mitnehmen muss. Weil die Haie, die gehen bestimmt nicht so einfach mit der Pistole. Ja, das ist eine Leiter. Da will ich wieder hoch. Mal sehen, ob ich es wiederfinde, mein Speicherplatz. Ja, das habe ich alles gelesen. Ist das zufällig? Ach nein, da ist nichts. Das sind Pflanzen, ja, okay. Kräuter meine ich natürlich. Okay, ich weiß, hier kam ich rein. Oder? Kam ich hier rein? Ja, das ist wieder mal. Oh, nicht. Oh mein Gott, da hinten war ich auch noch nicht durch. Ich glaube aber, die war doch zu. Na, wo war denn jetzt das Speichern wieder? Ja? Wo ist denn das wieder hingeblieben? Ja, natürlich, wir verlaufen uns. Es war noch vor der Pflanze, bevor die mich gegriffen hat, muss das gewesen sein. Ja, noch weiter vor. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich hab's schon wieder vergessen, ja, ich vergesse. Nein, hier nicht, hier nicht. Ich habe hier unten erstmal zu tun. Erstmal hier unten, weil da gibt es so viele Baustellen. Das sind die zwei Haie, der kaputte Tank. Ach ja, das ist schön, wunderschön. Kenn mich aus, oder? Nein, nicht wirklich. Freunde, an der Stelle möchte ich mal wieder beenden. Erstmal einen kleinen Cut machen. Ich bin froh, hier weiter zu sein und bin dann gespannt der Dinge, wie ich die zwei Haie loskriege und das Wasser dort raus oder. Und die Pflanze weg. Das alles das nächste Mal. Vielen Dank, wenn ihr bis hier dabei wart, fürs Zusehen und Zuhören. Bin ich erstmal weg.
hier bei Resident Evil Director's Cut. Bis dann. Tschüss.